wants to get past his teammates, which he does. Oh, no, he's got a puncture. They made contact. Ja, servus, liebe Freunde des gepflegten Simracing. Wir sind wieder dabei, und zwar in der F1 Online Liga zum Ligarennen in Frankreich, Le Castellet. Und wir sind direkt im Qualifying. Jawohl, viel Glück. Danke. Im Q1 noch 12 Minuten waren übrig zum Qualifizieren fürs Q2. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich erstmal wieder ein bisschen eingrooven musste. Wir haben nicht direkt davor trainiert, sondern lag ein bisschen der Zeit dazwischen, zwischen Training und jetzt tatsächlich dann dem Ligarennen. Und da ging es in erster Linie darum, also ein bisschen wieder reinzufinden. Wir sind direkt in der Fastlap jetzt. Oh Mann, ich bin voll raus, hey. Echt? Ja. Sorry übrigens, das seht ihr schon, links unten meine Kamera hängt. Ich schaue nicht besonders super. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe mich da mal auf die Suche gemacht. Hat aber das Problem tatsächlich in Monaco auch nochmal. Also da müssen wir nochmal eruieren, woran das lag, dass da tatsächlich da die Kamera gehängt ist, ne? Ja, das waren jetzt die letzten Kurven, die letzten beiden Kurven auf Startziel. Ja, und das war nicht so die Mega-Zeit, also da ging noch einiges mehr, 1,36, ganz, ganz schlecht. Da sind wir im Auto, da sind wir im Auto beim Hofidan. Bin gleich noch nicht hin. Alles klar. Okay, ich häng keine hin. Track Limits. Ja. Jetzt fahre ich mir fast. So, und jetzt sind wir on board beim Hofidan in seiner Fastlap. Ah, die schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Schön die Apexes getroffen, auch hier jetzt nochmal einen guten Exit auf Startziel und dann, glaube ich, würde ich gar nicht so übel, ne? Ach. So, 1,30,1 für den Anfang. Ganz gut eigentlich. Und dann gehen wir nochmal zu mir an Bord und erkläre ich euch kurz mal die Strecke. Also wir sind im letzten Turn auf Startziel. DRS ist da jetzt aktivierbar. Und da ist ganz wichtig im Turn 1 die Apex richtig zu treffen und den Eingang zu finden. Und dieser schmale Teerspalt, genau der ist bei mir der Bremspunkt gewesen. Und dann hier die komplette Breite in der Strecke mitnehmen. Auch bis sie über die Curbs gehen, um einfach alles mitzunehmen. Da bremsen wir bei 60 ein, auch hier innen über die Curbs im dritten und dann zweiten Runde Short Shiften. Da haben wir ganz wenig Grip. Auch hier die komplette Breite ausnutzen der Strecke.
4, 5, 6 und dann haben wir ganz lange Gerade mit DRS-Zone, beste Überholmöglichkeit eigentlich hier in Frankreich. Da gehen wir hoch bis in 8. Dann haben wir einen Bremspunkt auch da, wieder so eine schmale Teerstelle, wenn er rechts guckt, genau, einbremsen. 4., 3. und auch hier wieder Shortshiften raus in 4., 5. die Breite mitnehmen in der Strecke und dann gehen wir auf die ganz schnelle, die nimmt man eigentlich voll Rechtskurve zu. Und dann kommt er eine der fiesesten Stellen eigentlich überhaupt, denn da muss man versuchen, jetzt genau den Apex richtig zu treffen. Der ist teilweise wirklich ganz, ganz schwer. Auch hier in dem Sektor haben wir eigentlich fast keine Anhaltspunkte für Bremspunkte. Auch hier fast keinen. Da orientiere ich mich so ein bisschen nach den Carbs links und hier sind wir dann schon wieder durch. Startziel. Letzte Kurve raus, DRS aktivieren und schauen wir mal, was uns die Zeit bringt. Sind wir bei einer 1:29.8. Ja, die war nicht so verkehrt. Okay. Ging aber auch nur ein bisschen was. 7, ja, nichts Gescheites. 10, 11, 12, du kannst maximal noch auf den 12. zurückfahren. Okay. Und wenn man da schon sieht, also was da an Zeiten zwischendrin liegt, seht ihr ja selber, ne? Also da ist nicht viel Platz, ne? Sind wir sehr eng beieinander alle. Ja. So, dann sind wir im Q2. Da haben wir noch rund 10 Minuten Zeit. Da wird es natürlich immer ein bisschen schwieriger, dann einfach auch sei Pace zu finden, zu verbessern, vor allem halt auch. Und dann halt irgendwie zu schauen, dass man ins Q3 kommt. Ne? Darf halt schon auch wenig passieren, also sprich Streckenbegrenzungen sollte man nicht unbedingt überschreiten, sonst ist die Runde halt gleich mal ungültig und dann wird es schon wieder eng mit dem Qualifying. Vor allem im Q2, wenn dann halt auch die Reifen eine Rolle spielen, mit denen ich dann ins Rennen gehe. Bitte. Da müssen wir einfach ein bisschen gucken, dass da schon die Runden möglichst klappen. Das ist wirklich super, auch in der Liga, wie man da trotzdem gegenseitig Rücksicht nimmt, habt ihr selber auch gesehen, also sobald man in der Fastlap ist, fahren die auch wirklich beiseite, lassen einen durch, schauen, dass sie da wirklich nicht behindern, teilweise verlassen sie sogar die Strecke, was manchmal gar nicht notwendig ist, aber trotzdem Hut ab, also da muss ich sagen, es ist echt, also Fairness, richtig, richtig cool. So, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da abgeschnitten habe, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir mal, ist immer Startziel wieder, DRS aktiviert, gucken wir mal auf die Zeit. Ja, 1:29.9, ja. Wenn man bedenkt, dass ich im Q1 1:29.8 hatte, war das jetzt nicht so prickelnd gut. Wenn du fährst, sag mal, du bist so, frei, beim Hofidan dabei, ihr seht schon, der Hofidan fährt gar nicht in der Cockpit-Ansicht. Er mag es nur ein bisschen realistischer. Und soweit ich das weiß, war der im Q2 ganz, ganz stark. Das seht ihr auch. Also da könnt ihr wirklich nochmal nachverfolgen. Die einzelnen Strecken, auch da, der geht ganz weit raus, nimmt da wirklich die Strecke mit, zieht richtig über die Curves auf die lange DRS zu und kann da halt ganz, ganz viel Schwung mit rausnehmen, ne? Was halt extrem viel bringt dann unterm Strich. Auch hier sehr schön erwischt, die Schikane, da auch über die Carbs. Da ist so der Einlenkpunkt bei ungefähr 50 Metern. Da ist der Verkehr auf der Strecke. Auch stark gemacht, die Kurvenkombi hier. Auch stark hier, Shortshift 4. Ganz wichtig bei den F1-21 Autos. Die haben ganz wenig Grip, also da muss man sehr viel mit Shortshifting machen. So, jetzt schauen wir mal. Letzte Kurve. Wo bleiben wir stehen? Ja, auch gut. 1:30.0 passt. Das ist ja immer noch dein schicken Helm. So, seht ihr schon, haben wir noch knapp 1:30
verbleibend. Und der Hofidan hat es nochmal probiert, ist jetzt nochmal in seiner Fastlap. Bei mir war es mit den Reifen ein bisschen eng. Ich habe einen Satz mehr verbraucht im Q1 und konnte deshalb im Q2 nur einen Satz fahren. Von dem her habe ich es da drauf ankommen lassen müssen, ob ich weiterkomme oder nicht. Bisher schaut es gar nicht so schlecht aus. 5 und 6 waren wir, aber das kann sich halt leider echt auch in den letzten paar Minuten noch ändern, wie halt in Real Life auch, ne? Da ist halt alles offen wirklich. Schön rausgezogen, seht ihr schon. 0-1 rausgefahren, Sektor 2 Purple. Also auf einer guten Runde unterwegs da. Schön 0-2 rausgefahren. Landet man so bei einer 1,29,8, 1,29,7, wenn er das jetzt halten kann. Ja, gut. Passt. Super, schauen wir mal. 7 und 8 waren wir da, genau. Boah, 7. Ich habe mir jetzt durch den ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Durch den vor mir. In der letzten Kurve, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da habe ich mir einen Zacken verbremst. Also sind wir beide im Q3. Ja, sind wir durch? Ja, so wie es ausschaut. Warte, noch nicht freuen, warte. Nee, ich glaube, wir sind noch nicht durch. Nee. Also da habe ich Quatsch erzählt, das seht ihr schon, ne? Weil alle hinter uns sind da noch unterwegs gewesen und sind noch gefahren. Von dem her, die Freude war ein bisschen zu früh. Also es wird sehr, sehr eng, dass wir da weiterkommen. Oh je. Also, ach du Scheiße, 9. Ach du lieber Himmel. Ach du lieber Gott. Ja, das Wort habe ich. Oi. Du lieber Himmel. Oi. Jetzt geht 10. Ach du Scheiße. Ja, meine ich ja. 10. 9. und 10. Hei, das wird eng. Ach, wie schaut's denn aus? Alter, ich krieg die Krise. Wie schaut's aus? Fahren nur welche. Also der Sharky fährt zwar noch, aber der ist Zweiter. Der fährt eine Auslaufrunde. Die sind durch, hinter uns sind durch. Ja, Cartman ist raus. Yes! Oh, Alter. Alter! Leckt mich am Ärmel, hey. So, jetzt sind wir im Q3. Geht's um die Platzierung fürs Rennen? Ja, ich muss jetzt echt mal konzentrieren. Ich fahr Fastlap. Ah ja, okay. Sorry. Und da haben wir nicht mehr viel Zeit. Das seht ihr schon oben. Also wir haben nur 3 Minuten 35. Und die Runde muss sitzen, weil, wie gesagt, da geht es um die Platzierung, recht viel mehr Zeit gab es nicht mehr. Ich hätte noch eine zweite Runde ranhängen können. Ja. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt gemacht habe, ehrlich gesagt. Lassen wir uns mal überraschen. Da war ganz gut. 13 Sekunden rausgefahren, warum auch immer. Sektor 2 Purple, 13 Sekunden. Ich glaube, da war der Dreher drinnen in der Einführungsrunde. Ja, jetzt geht es um die Wurst. Musste nochmal nachbremsen, da steht auch immer gerne ein Rad da in dieser blöden Kurve, da ist da innen keinen Grip, also wenn man da innen auf die Carbs kommt, ist Feierabend. Dreht das Auto raus und ja, das war's dann. Schauen wir mal.
1,29,5 bisher meine beste Zeit in dem Qualifying. 1, 2 und 3 zusammengenommen. Also die Zeit war an und für sich ganz gut. Ich habe mich ja nicht schlecht gefühlt, muss ich sagen. Aber es geht besser, wie mir die Kollegen zeigen. Ja. So, Hufidan on the track jetzt gerade. Auch in seiner Fast Lap, aber schon in seiner zweiten schnellen. Die erste war wohl nicht so das, was er sich erhofft hatte, wobei er da eh schon auf P3 war. Also Sektor 1 Purple, starker Sektor auch. Jetzt auch hier nochmal 0-1-2 gut gemacht. Minimal weit rausgetragen. Das seht ihr schon, das kostet gleich nicht viel, aber es sind 3-4 Hundertstel. Die muss man wieder reinholen. Schafft er aber auch, soweit ich das noch im Kopf habe. Da kommt er kurz mal ein bisschen. Ja, aber die Kurve dafür wesentlich besser erwischt wie vorhin. Das seht ihr, eine Zehntel knapp rausgefahren. Und auch hier kann man sakrisch viel gut machen, wenn man die richtig erwischt. Also Sektor 1, wie gesagt, Purple, Sektor 2, dass ich auch nochmal verbessert zu seiner Bestzeit. Und jetzt ab auf Startziel und dann nochmal Vollstoff raus, DRS aktivieren und dann gucken wir, wo er stehen bleibt. 1,29,2 aktuell, 1,29,1,1,1, ganz starke Zeit, ganz starke Zeit. Ja, und dann ergibt sich aus dem Qualifying folgende Startaufstellung. Auf der 1 der Sharky. Auf der 2 der Hufidan, auf der 3 Pure Soap, auf 4 Maximum, auf Startposition 5 der Holen und der Suntil auf der 6. Meiner einer, Wegmatt auf der 7, der Mikisch auf der 8, Sogmido auf der 9, Eisen auf der 10. Oh, Marcello auf der 11, Cartman auf der 12. Der Benno auf der 13, Bofrostmann auf der 14, Klicker auf der 15, Linus Jahn auf der 16, Hendrik Hendriksson auf der 17 und der Schrimps auf der 18. Und die letzte Startreihe besteht aus Xoros auf der 19 und Dennis 2K7 auf der 20. So. So, Rennstart 20.05 Uhr schon, also jetzt. Okay, was fährst denn du für Strategy? Soft, Medium, Medium ist jetzt geplant. Ich werde halt Soft, Medium, Intermediates fahren, schätze ich. Ja. Also so wäre der Plan. Ich hoffe, dass das aufgeht. So, und der Start steht vor der Tür. Die Ampeln gehen an. Und los geht's zum Grand Prix in Frankreich. Wir kommen beide relativ gut weg. Der Hufidan sieht er auch schon, kommt stark eigentlich vom Start weg, kann seine Position halten. Ich gehe außenrum vorbei und da haben wir Safety Car jetzt Aus schon C. in der ersten Kurve. Da scheint es hinten geknallt zu haben. Wir haben keine Ahnung gehabt, was da gerade passiert ist. Im Nachhinein haben wir gesehen, dass da, DNFs waren mehrere. Also das heißt, wir haben Safety Car, ja. Was ist denn passiert? Keine Ahnung, jetzt bei mir nichts. Toi, toi, toi. Ha. So einen Start hat man auch noch nicht. Nee. Erste Kurve Safety Car. Ja, da ist am Start bestimmt irgendjemanden reingefahren. Ja, denke ich auch. So, und da geht's zum Restart. Safety Car Restart. Safety Car ist von der Strecke. Und jetzt heißt dranbleiben und ihr seht schon, ich habe mächtig Boden verloren. Ihr habt den Restart absolut verhauen. Hab völlig verpennt. Und der Hufidan auch busy. Was halt da schwierig ist, erste Runde nach dem Safety Car ist halt einfach, die Reifen sind da extrem kalt noch. Der Grip geht verloren und da wieder so ein bisschen Temperatur reinzukriegen. Dauert meistens so halbe Runde. Aber da merkt man schon. Ja, jetzt heißt es dranbleiben irgendwie und versuchen sich da wieder ranzupuschen. Ich hab den Restart verpennt.
Ich auch. Uiuiui, da war es eng, da war es eng, der wollte außen vorbei, der musste ja irgendwie versuchen, da die Position zu halten. Aha. Und das war es. Und das war das, was ich vorhin gesagt habe. Sobald man innen auf die Curbs kommt in der Kurve, ja, ist es vorbei. Also das ist wirklich krass. Letzter. Ah, und da hat Rufi dann ein bisschen Mist gebaut. Da gehen zwei gleich an ihm vorbei, ist jetzt auf P5 zurückgefallen. Hinter Maximum und Holin. Ah, und er dreht einen Holin raus und jetzt hat er trotzdem seine Position wiederholen können. Auf der 4 ist jetzt aktuell. Da sind wir in Runde 6 von 53 gefahren in Runden. Und ich bin direkt hinterm Bofrostmann. Das ist jetzt meine Chance hier irgendwie im DRS-Bereich. Mit Überholen seht ihr schon, ERS aktiviert. Ja, das sieht ja schon teilweise ganz schön rein, hey. Da muss ich schauen, dass ich vorbeikommen kann hier. Funktioniert hier auch, weil ihn so ein bisschen von der Strecke trägt. Ansonsten wäre es eng geworden. Aber habe ein bisschen Glück gehabt in dem Moment. Und der Hofi dann auch hinten dran. Jetzt schön in dem Dreiergespann hier. Vielleicht kann er schauen, dass er irgendwie auf Startziel am Sundhil vorbeikommt, wenn er nah genug dran ist. Ah, trägt es ein bisschen arg weit raus, aber jetzt vielleicht den Exit, wenn er gut erwischt. Ist er zu weit weg, das wird nichts werden. Muss er nur gucken, dass er gegen den hinter ihm, gegen Benno verteidigt irgendwie. Sundhil greift an, vorne sieht man schon. Und Sundhil ist vorbei am Maximum. Oh, und jetzt muss er aufpassen, Benno kommt innen, trägt so weit raus auf, beziehungsweise wollte er Platz lassen, dass da nichts passiert. Hat sie Verwarnung eingefangen, leider Gottes jetzt bei der Aktion, aber gut, wie gesagt, da schaut man einfach drauf, dass man nicht irgendwie im Gegner da was wegfährt und sich selber an den Flügel beschädigt. Jetzt kommt er allerdings innen vorbei, der Benno. Und da wird es ganz, ganz schwer, das zu verteidigen. Kann er nur schauen, dass er innen bleibt jetzt. Aber dadurch ist der Exit schlechter. Einfach, wenn ich am Kurvenausgang innen bin, nehme ich den Schwung nicht mehr mit. Ich habe zu wenig Schwung, den der andere aber an Überschuss hat. Und dann ist vorbei. Da in dem Fall jetzt der Benno vorbeigegangen. Ich habe wieder ein bisschen einen Anschluss finden können. Von 19 wieder auf 17 vorgefahren. Aber hier geht die Arbeit trotzdem erst richtig los. In Runde 8 sind wir aktuell. Hinter dem Linus Jahn. Hier meine Lieblingskurve. Ne? Da habe ich mich sehr weit von den Curbs weggehalten, um nicht nochmal irgendwie Gefahr zu laufen, dass es mich da rausschmeißt. Und ich das Auto wegschmeiß. So, und jetzt heißt es irgendwie da einen guten Exit erwischen. Das war aber nichts. Nächste Runde wieder probiert und der Hofi dann, auch die Curbs. Komplett kaputten Flügel. Auch innen habt ihr gesehen, auf die Curbs gekommen, er hat einen Tacken zu viel Gas gegeben. Willst du mich verarschen? Ja, ich kann mich hinten anstellen. Ich hab verkackt. Ja, und da ist so das klassische Bugmasters, sage ich jetzt mal, Codemasters, Bug-Quatsch. 10 Sekunden Zeitstrafe. Dass wir allesamt nicht wirklich nachvollziehen können. Ich hab's rausgedreht. 10 Sekunden Zeitstrafe, weil es ihn in die Wand lässt. Also das ist unmöglich eigentlich. Also das ist unglaublich, was da gerade abgeht. Auch das letzte Monaco-Rennen, das wir gefahren sind, war so verbuggt, die Lobby. Das war unvorstellbar. Wir hatten nur D-Sync seit dem Patch 1.10. Ja, halt vorbei einfach. Das ist so
so dass es jetzt sogar mittlerweile so weit ist, dass die Liga ausgesetzt wurde, bis ein Patch diese Probleme fixt hat, ne? Weil sonst ist es unspielbar aktuell, das Spiel. Unmögliche Geschichte gerade. Ich verstehe das nicht, dass die das nicht gebacken kriegen. Aber gut, anderes Thema. Sind wir wieder beim Rennen jetzt, Runde 9 sind wir bei mir dabei. Ich komme jetzt recht gut raus hier im letzten Turn und kann jetzt auf Startziel relativ easy am Linus Jan vorbeiziehen und bin somit wieder auf P12 vorgefahren, auch dank Boxenstops, die der eine oder andere schon gemacht hat zu dem Zeitraum. Jetzt sieht der Hufitan fährt auch rein zum Boxenstop. Ja, klasse. Braucht einen neuen Flügel durch seinen Dreher, den er außen in die Wand gelassen hat. Das Eigentliche ist jetzt gar nicht mehr unbedingt der Flügel, sondern das Eigentliche ist auch diese Strafe, die er halt da einfach bekommen hat. 10 Sekunden, ja. Weil es ein auch ganz klasse. So, ich bin am Schrimps relativ gut dran jetzt mittlerweile auf P12, geht um Platz 11 jetzt gerade. Und der dreht's raus und jetzt, ja, das ist blöd. Das ist auch das, was ich bei der Streckenanalyse schon gesagt habe. Da muss man wirklich Chart shiften, dritter, vierter und schauen, dass man die Reifen gerade lässt und gerade aus der Kurve rauskommt, was halt auch leichter gesagt ist wie getan. Ne? Ja. Jetzt geht es in die Ecke, wo es langsam das Nieseln anfängt. Das war ja leider Regen gemeldet, auch in dem Rennen. Und jetzt geht es dann so langsam los. Aktuell ist immer noch auf Mediums, beziehungsweise ich auf Softs. Fahre jetzt rein, um mir Intermediates zu holen. Weil war also nicht mehr fahrbar mit Slicks-Reifen, mit Rückenreifen. Relativ guten Stop erwischt eigentlich hier. Und jetzt geht es eigentlich in erster Linie wirklich darum, dass wir irgendwie diese Schmierseifenverhältnisse einigermaßen im Griff behalten und auf besseres Wetter hoffen, ne? DRS is now disabled. Da war es wirklich schwierig, also gerade wenn es so angefangen hat zu regnen oder sowas, dann ist es echt von den Streckenverhältnissen heftig, muss man ein bisschen aufpassen. Trägt es dann halt sehr weit aus. Wir sind in Runde 19. Das ist wie auf Glatteis fahren. Ich bin auf P9 wieder, also konnte mich wieder ein bisschen ranbeißen nach meinem Dreher, wo ich auf 19 zurückgefallen bin. Jetzt geht es darum, dass man mal die Position halten, vielleicht irgendwie drauf hoffen, ich bin jetzt so der Regenfahrer, muss ich dazu sagen, drauf hoffen, dass das Wetter wieder schöner wird und da hat sich der Mikesch gedreht, seht ihr schon, da die Chance gehabt, dran vorbeizufahren, ich glaube, der hat sogar einen Schaden, weil er sehr, sehr schnell zurückfällt und da kann ich mich so ein bisschen absetzen dann mit dem Maximum zusammen. Genau, und wie gesagt, also da war so ein bisschen meine Hoffnung, dass es relativ zügig wieder trockener wird, sodass wir dann wieder ein bisschen was rausholen können, was ich definitiv im Regen an Zeit verlieren werde und verloren habe. Wenn es noch weiter schlechter wird, dann können wir auf Fullwet gehen. Stimmt, ja, also viel nimmer, ne? Die Strecke schwimmt halt schon fast. Sind wir in Runde 21 und da bin ich ja gut am Maximum dran. Es geht auf den letzten Turn dann zu. Hier auch wieder meine Lieblingskurve gewesen, ne? Meine Dreherkurve. Da war ich im Regen nochmal vorsichtiger. Und jetzt geht es auf den letzten Turn auf Startziel. Und da komme ich ein bisschen weit auf die Carbs raus, beschleunige zu früh. Und das war es für mich. Komm. Ja. Keine Chance gehabt, das Auto irgendwie abzufangen. Also wie gesagt, ich kam da zu weit nach außen, kam zu weit auf die Curbs, bin ein bisschen zu viel aufs Gas gegangen und ja, das war's dann. Ach, leck mich fett, Startziel, letzte Kurve auf Startziel. So, wir sind in Runde 25. Mein Unfall hat Safety Car gebracht. Also ich darf mir schon wirklich null Fahrfehler erlauben. Weil jedes Mal
Ich bin jetzt voll auf dem Jammertrip gerade. Aber jedes Mal haut es mir die Radaufhängung weg. In Spanien einen Fahrfehler, batz. Radaufhängung weg. Hier ist selbe. Ich hätte es auch fast nicht erfangt. Und dann, ja gut. Dann habe ich die Wand schon kommen sehen, habe noch versucht quer zu lenken, dass ich seitlich einschlage. Ja, so war es bei mir. Doch, ich habe dann trotzdem die Radaufhängung draufgelenkt, dass ich quasi gerade einschlage mit dem Flügel. Weil ich habe gemerkt, ich zerbremse es nicht mehr. Und dann habe ich quasi wieder draufgelenkt, dass ich. So, schaut doch gut aus. Ey. Naja, die Strecke ist halt jetzt schon extrem nass, ne? So, jetzt kommen wir in so eine Phase rein, die echt extrem war. Und zwar alleine schon deshalb, Hofi Dan hat sich entschieden, auf Intermediates draußen zu bleiben, weil er gemeint hat, das funktioniert noch. Hat aber gesehen, er verliert viel zu viel Zeit, viel zu viel Zeit. Der super Stratege. Und bleib auf Inter. Ja, ich weiß es nicht, der ist halt... Guter Rad, teuer, ne? Ich habe keine Ahnung, wie fährt sich's denn? Kommst du klar mit ihm? Es geht noch. Ich verliere halt definitiv mehr Zeit, wie wenn ich jetzt wet fahren würde. Allerdings sagt er halt, es würde 10 Minuten aufhören zu regnen. Und wenn ich jetzt für 10 Minuten auf wet in die Box fahre, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ja gut, aber die Strecke würde nicht in 10 Minuten trocken sein. Aber dann wird sie wieder intermediate reif auf jeden Fall. Boah, jetzt rutsche ich aber schon euch, ne? Ah, jetzt wird's heavy. Wetterbericht. Der Vorhersage nach wird der Regen in den nächsten 10 bis 15 Minuten nachlassen. Wenn die Pfützen weg sind, solltest du mehr Grip haben. Die Regenreifen passen gerade am besten. Ja, dann fahr rein. Also V ist C aber bloß, ne? Soll ich trotzdem wagen? Also V ist C ist auf jeden Fall schon mal besser wie... Wo bist du denn? Warte mal, wo bist du denn? Eingesetzt. Fahr langsamer und behalte ein auf der lange kann jetzt gerade nicht zuordnen, ein bisschen auf der Strecke. VSC endet. Gleich kommen ach, die grünen Flaggen. VSC positives endet. Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Okay, bei mir steht's noch da. Ah ja, okay, jetzt ja. Nein, ich weiß es nicht jetzt, ne? Es ist schon arschnass. Heilig ist nah. Also ich weiß nicht, ob ich es riskieren würde. Oh, Alter, ich weiß nicht, ob ich es riskieren würde, ne? Okay, ich fahr rein. Regenreifen aufziehen. Mediums Regenreifen, nicht Mediums. Ja, und in dem Fall hat er wirklich alles richtig gemacht, dass er reingefahren ist, wirklich die Wettreifen geholt hat. Das Wetter war da wirklich zu einem Zeitpunkt, das seht ihr auch, es waren alle anderen auf Wettreifen draußen. Ja, aber so brauchst du fahren. Und da war einfach Wettreifen die einzige Alternative, die man gehen konnte. Das Problem war nur, dass er ein bisschen spät reingefahren ist wahrscheinlich. Aber wie er schon selber gesagt hat, er hat die Hoffnung gehabt, dass er einfach vorher wieder nicht, auf Softdick gehen kann oder auf Trockenreifen gehen kann, wenn der Regen nachlässt. Ne? Schließlich ein bisschen warm werden. Da fällt er halt jetzt einfach der Reihe nach zurück. Jetzt ist er auf P7 schon. Und die hängen ihm natürlich so ein bisschen im Nacken gerade. Die Reifen, klar, von den anderen sind ein bisschen wärmer noch. Oder schon. Besser, oder? Und, ja, um Welten. Von dem her ist natürlich schon schwierig, jetzt die Position zu halten und die Reifen erstmal warm zu kriegen. Ne? Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. So, wir haben wieder Safety Car, sind in Runde 38. Safety Car in this lap, ja. Ja. Problem hier war jetzt halt auch, der Regen hat stark nachgelassen, die Strecke ist gut abgetrocknet und Hofi Dan ist immer noch auf Wettreifen unterwegs. Ach du lieber Himmel. Aber der gleich hinter dir raus. Es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshalls alle. Wenn der aufs
Labboard guckt, dann seht ihr auch, Rufidan ist auf Wett. Klicker, Benno, Mikesh, Cartman, alle die wir sehen, sind auf Intermediates und haben natürlich jetzt einen klaren Reifenvorteil gegenüber dem Rufidan, der da einfach mit seinen Wettreifen zu wenig Grip hat, ne? Da geht jetzt der erste vorbei, Klicker innen. Und da muss er stark vom Gas, Und da sieht man schon, der trägt es sehr weit raus, sehr weit nach außen. Ja, komisch, so wie 3 Sekunden. Das ist halt einfach, ja, dann kommen die Zeitstrafe jetzt halt auch noch dazu, die er bekommen hat für das weite Raustragen. Ist auf P3 zurückgefallen. Hinter ihm der Mikesh, ja, auf Kante an ihm dran. Startziel steht vor der Tür. Schauen wir mal, ob er da noch was verteidigen kann gegen Mikesh, aber da wird es schlecht ausschauen, nehme ich an. Ja. Da wird es wirklich richtig, richtig eng. Das sind also 5-6 Autos nebeneinander. Ja, und da wird's, da merkt man einfach jetzt dann, dass die Reifen ja stark im Nachteil sind gegenüber der anderen, ne? Jetzt schon auf P6 zurückfallen. Da versucht er irgendwie dran zu bleiben, zumindest vom Windschatten was mitnehmen zu können auf die lange Gerade, aber auch da jetzt der Maximum an ihm dran, der Sharky an ihm vorbei jetzt. Da kann er auch wenig machen, da innen verteidigen. Der Sharky ist in der zweiten Kurve im Innenbereich. Bestätige. Jetzt auf P7. Innen kommt der Maximum. In dem Tarn, Maximum vorbei, Bofrostmann vorbei, Linusjan vorbei, 3 Autos in einer Kurve haben ihm da einen Platz abgenommen, jetzt ist er auf P10 zurückgefallen. Verdammt. Aber das ist wirklich durch diese Reifenwahl, wobei ich ehrlich gestehen muss, ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Ich hätte auch versucht, so lang wie möglich auf den Wettreifen zu fahren, wenn ich schönes Wetter in Aussicht gestellt bekommen, ne? Sieht so aus, als wäre das Wetter in 5 Minuten wieder trocken. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Jetzt reinfahren ist halt eigentlich auch schon fast zu spät, ne? Roundabout. 3 Runden. 3 Runden. Achso. Ja. Also 45, 46, aber Strecke trocknet nicht ab. Zu schnell, dass du auf Trockenreifen kommst. Also wenn, dann musst du jetzt verteidigen, blocken, was geht. Die Positionen kann ich hergeben. Der ist schon sehr slippery, ne? Hast du gesehen? Ne. Da der Dennis 2K7 neben ihm. Ich bin Elfter. Geht da auch innen vorbei. Ne, steckt sogar noch mal zurück jetzt. Ist eng an ihm dran jetzt, sieht er im Rückspiegel oben. Also für mich nicht so wie für dich. Hat den Windschatten, hat den Reifenvorteil. Das auch. Der wird vorbeigehen, wenn er nicht. Als weiter gestartet, dann Unfall. Ja. Und da ist er vorbei. Da hat er ihn überholt. Genau, der schrimmt dann auch gleich noch mit. Jetzt ist er auf P13, so wie das ausschaut. Ja, P13. Also die Strategie einfach nicht so wirklich gut. Und da hat jemand rausgetreten, der Cartman fällt auf 13 zurück. Und dann wieder auf 12. Ja. Und aktiviertes DRS ist im Endeffekt das beste Anzeichen, ja, weil jetzt dass man wieder auf Trockenreifen wechseln kann und Trockenreifen gehen kann. Genau, es ist natürlich, alle fahren rein, gehen auf Trockenreifen und unter anderem Rufidan halt auch. Andererseits
ist bei mir vielleicht die Strecke schon ein wenig trockener, wenn ich rauskomme. So, Hovidan fährt jetzt auch in die Box, holt sich einen Satz softe Reifen. Um nochmal anzugreifen, wir sind in Runde 46, noch 7 Runden. Und jetzt gehen wir in die Final Lap, in die letzte Runde dieses Rennens hier in Frankreich. Und Hovidan auf Platz 12. Dann hätte ich noch eine Position. Auf zwei Sekunden müsste er rankommen an Sundhil, damit er eine Position noch gut macht. Cartman ist aktuell noch auf 11, vielleicht passiert ihm irgendwie ein Fehler oder sonst irgendwie was. Jetzt heißt nochmal eine Runde richtig pushen, gehen jetzt in die Final Lap. Und das seht ihr schon, aktuell ist er auf 1,5 an Sundhil dran. Final Lap, na. Das heißt, wenn er hier halten kann oder sogar noch vorbeifahren kann, dann hat er zumindest noch einen Platz gut. Vielleicht passiert vorne noch irgendwie was, dass einer rausfliegt in der letzten Runde oder sowas. Dann wäre er in den Punkten auf P10 zumindest. Und jetzt schaut er eben, dass er hier richtig im Sundhil nochmal pusht. Und wird das sicher nutzen, dass er auch vorbeifahren kann. Genau, ist jetzt im Windschatten. DRS aktiv. Sundhil hat kein DRS. ERS auch noch mitgegeben. Gib ihm und vorbei. Und somit hat er jetzt, ohne auch an die 2 Sekunden ranfahren zu müssen, auch sein Platz 11 aktuell. Naja. Blöd, wie gesagt, Cartman hat keine Zeitstrafe. Was war das, unsauber? Nee, überhaupt nicht. Perfekt. So, Klicker ist im Ziel, habt ihr schon gehört, sei Siegesschrei oder wie auch immer, sei Jubel, war schon da. Und wir fahren jetzt da in die letzten Kurven mit dem Hofi dann gemeinsam on board. Seht ihr übrigens auch immer oben, wo der gerade on board seid, ne? Am oberen Bildschirmrand. Steht jetzt weg, Matt, weil ich ja da kein Auto mehr hatte. Und jetzt sind wir durch. Zieleinlauf, Klicker auf 1, Benno 2, Maximum auf 3, Sharky 4. Aber was am wichtigsten ist, Hovidan auf 11. Leider hat es nicht mehr für die Punkte gereicht. Aber er konnte zumindest sein Rennen zu Ende fahren, was er mir gegenüber zum Vorteil hat. Ja, das war's mit unserem Rennen in Frankreich. Wir danken euch für euer Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr unser Abo dalasst, einen Daumen hoch schenkt und die Glocke läutet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.